Servusle, schön, dass ihr wieder hier seid, Leute. Ich bin auf dem Weg, Erde zu machen. Ich möchte das Thema jetzt endlich mal vom Hals haben. Da drüben fehlt noch ein bisschen Erde. Es baut sich gerade ab, wo ich rüberschauen will, ne? Jetzt gucken wir mal. Ein bisschen, was habe ich nämlich normalerweise aufgefüllt? Siehst du? Ich war fleißig. Also ich habe schon Erde ausgesetzt und ich habe neue Erde angesetzt, wie ihr hier sehen könnt. Da machen wir jetzt auch gleich fertig. Also fertig in dem Sinne, dass wir das jetzt drüben reinholzen. Ich muss das Thema aus dem Kopf kriegen. Ich habe jetzt voll Bock, das Lager zu bauen. Der Julius hat ja gemeint, ob man nicht vielleicht nach der Feuersäule innen drin im Lager dann noch so eine Geschichte oben machen, wie das dann rausläuft. Ich war mir da erst nicht ganz so sicher, aber ich glaube, das sieht gut aus. Wenn wir das mit einem Glaskanal irgendwie machen, dass das sichtbar wird, dann werden wir ganz oben am Ende des Lagers, also ganz oben am Turm, das Lava nach außen fließen lassen. Das muss ich aber erstmal angucken, wie das geht. Wie man damit baut, habe ich ja noch gar keine Ahnung. Deswegen müssen wir jetzt auf jeden Fall das Feld hier fertig bekommen, damit es auch wirklich zeitlich hinhaut. Weißt du, wir haben ja so viel zu tun und ich möchte jetzt nicht immer hin und her sprotzeln. Deswegen habe ich gedacht, jetzt gehen wir mal rüber, machen hier gleich nochmal ein bisschen Erde, setzen die neue Erde aus, damit wir da so vielleicht am Ende der Woche fertig sind. Oh, es sieht so aus, als wären die Taschen voll. Wie immer halt, wenn ich irgendwas mache, ne? Deswegen, wir brauchen unbedingt hier eine Lagerfläche. Haben wir schon alle 65 eingesammelt? Scheinbar. So, Alterle, fülle den Komposter. Fülle den Komposter. Übrigens, der Brösel, da hat die Bibi auch gesagt, ne, was ein richtiger Hund ist, kann auch Lila tragen. Ich habe es ihm ausgerichtet, er hat sich sofort umgezogen. Hat gesagt, wenn das so ist, Voucher, dann mach das gelbe Band wieder weg und gib Lila. Gib Lila, Digga. Entschuldigung. So, das Thema ist ja, guck mal, wie er sich freut. Jede. So, Alterle, wir schlafen jetzt. Bis wir schlafen können, machen wir noch ein bisschen Erde. Nehmen wir mal so ein Vierer-Steckle da raus. Schwuppi. Kanubi, sagt er immer. So, dann haben wir nämlich das Thema hoffentlich bald vom Korb. Nicht, dass es mir jetzt lästig wäre, aber jetzt habe ich natürlich das andere im Kopf wieder. Und das Hin- und Herrennen zwischen den verschiedenen Themen ist zwar ganz lustig manchmal, aber halt nur manchmal. Und im Moment wird es mir viel besser. Ah ja, hier habe ich auch, der Renko hat gemeint, ambitionierte Ideen, bla bla. Aber er hat gesagt, wenn ich mit Sand oder mit Kies drüben das Loch auffülle, ist es leichter, weil der nach unten fällt. Da hat er vollkommen recht, ne? Das sind so die Spezialsachen, an die denke ich nie. Deswegen habe ich Kies besorgt, alles zusammengekratzt, was noch in den Kisten war. Zumindest das meiste. Ich guck mal hier noch, hier habe ich noch gar nicht geguckt. Hier ist bestimmt auch noch ein Kies. Siehst du, hier ist auch noch ein Kies drin. Und hier ist bestimmt auch noch ein Kies. Jo. Hier kiest es überall. Das ist so richtiges. Hallo? Ne, ist Andesit. Andesit braucht man nicht. Andesit braucht man nicht, reimt sich. Entschuldigung. So, Leute, wir schreiten voran in der Woche, das ist immer schön. Jetzt setzen wir hier die Erde aus. Ihr seht auch, ich habe hier schon ein bisschen abgeerntet, einmal für Brote und einmal ums Feld zu erweitern. Ich kann euch nur nicht mehr sagen, wo genau am Feld. Es ist auf jeden Fall gewachsen. Das werden wir jetzt nicht ganz zukriegen, glaube ich, hier, ne? Ja, ist ja egal, wir machen jetzt so viel wir können. Wir stressen uns auch vor allem nicht, aber wir bleiben halt an der Materie hier dran, weißt du? Dann wird es automatisch fertig, ohne dass wir uns stressen. Deswegen flechte ich das jetzt hier noch so lange mit ein, bis es zu ist, das Feld. Und es dauert nicht mehr lang. Das kann nicht mehr lang dauern. Was mache ich denn? Faden verloren, weißt du? Hier, immer wenn ich einen doppelten setze, verliere ich sofort den Faden. So, dann hauen wir die Erde hier rein. Da kennen wir nichts. La la la. Ich freue mich so tierisch auf das Lager jetzt. Ich glaube fast, dass ich das ein bisschen vorziehen werde. Also parallel immer am Haus, am Yps und so. Klar, wir werden auch die Monsterfalle demnächst mal anfangen. Da weiß ich noch nicht genau. Ich will, dass die Monsterfalle unterirdisch ist. Punkt 1. Aber mir wäre es natürlich recht, wenn wir das versuchen könnten, was wir am Loft hatten. Diese Monsterfalle, dieses alte Design, ne, mit dem Lava und so. Vielleicht machen wir das und probieren es einfach mal. Dann lasse ich nämlich einen Monsterturm, ne, also die Fläche, wo die Monster spawnen, draußen, dass man es von außen sieht. Und eine Ebene oder zwei unterirdisch, weißt du? Müssen wir uns mal angucken. Ist natürlich auch wieder ein Projektle, wo ein bisschen länger dauert, aber ist halt Buddelarbeit, weißt du? Aber das ist halt so. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? So, ich hoffe, ihr habt einen guten Wochenverlauf gehabt bisher. Bei mir ist so mal ein bisschen hin und her gedönse. Ich habe immer so einen Haufen Zeug zu tun momentan. Jetzt habe ich auch noch irgendwie im Zug gelegen. Da ist mein Nas halb zu, weißt du? Ey, super, war das schon alles. Haben wir nicht mal das Loch zubekommen? Nicht mal das Loch haben wir zugekriegt. Das ist natürlich übel, aber so ist das. Deswegen habe ich es jetzt auch mit reingenommen heute nochmal. Ich habe die gleiche Menge schon gesetzt vor der Folge, ne? Muss man auch mal dazu. Ja, jetzt sieht man schon, dass es weniger wird. Aber es dauert trotzdem noch seine Zeit, ne? Jetzt muss ich wieder warten, bis die Erde drüben durch ist. Dann mache ich bei der nächsten Folge im Prinzip wieder eine Runde vor
Erde setzen, also bevor die Folge losgeht, und den Rest machen wir dann zusammen. Dann haben wir das fertig und dann geht es eigentlich nur noch darum, den Weizen hier mal reinzusetzen. Und dann muss ich mir überlegen, welchen Kornkreis wir hier reinmalen. Ich muss das mal anschauen dann. Vielleicht setzen wir die Blöcke, wo der Kornkreis entsteht, auch nochmal um, dass wir die Erde da rausnehmen und schwarz reinsetzen oder so. Muss ich mal sehen. So, was jetzt natürlich auch noch ist, die Crimstone-Geschichte. Stein habe ich drüben schon einiges durchgejagt. Crimstone haben wir jetzt ein bisschen. Da könnte man fast schon mal die erste Etage, glaube ich, zimmern. Gucken wir uns gleich mal an, wie viel es ist, ne? Das will ich jetzt nur fertig machen gleich, damit da auch ein Haken dran ist. Ja, guck mal, ist jetzt nicht mehr so viel, ne? Nochmal so eine Fuhre wie heute, also vor der Folge, mit der Folge. Dann ja noch 3 Folgen, schätze ich mal, dann haben wir es. Vermute ich jetzt mal. Zum Glück wächst es da drüben recht schön. Ne? Das kannst du abbauen, das kommt direkt nachgeschossen. So, was ich jetzt noch probieren wollte, haben wir den Schlüssel gerade da, hat auch die Bibi gesagt, dass man doch mal gucken sollte. Jetzt habe ich keinen Stein, muss ich kurz rüber. Dass normaler Stein zum Teil geschisselte Versionen hat, die dunkel sind. Gucke ich mir mal an. Vielleicht können wir es mitverarbeiten. Ne? Sowas bin ich auch noch nicht gekommen, weil ich den Crimstone halt schon gesehen habe und der gefällt mir. Und da denke ich natürlich dann nicht nochmal kreuz und quer. Das ist dann so meins. Ich bleibe dann gerne an einem fest. Bin dann nicht so Multitasking-Stings-Bumsfähig. Hier, ihr seht schon, ne? Ich muss also auch nochmal Kohle ranschaffen demnächst. So, pass auf. Schauen wir uns wenigstens mal an. Tatsächlich, ne? Steinziegel sind dunkel. Die sind auch dunkel. Modernes. Was? Maffisches? Ein Maffisch. Ja, aber es sieht ja gar nicht so schlecht aus, gell, wenn wir mal ehrlich sind. Jetzt muss ich mir natürlich jetzt mal eins angucken hier. Da muss ich mir mal eins angucken. Also danke übrigens auch für den Tipp, einfach, dass man sich das mal anschaut. Weil, wenn man das nicht weiß, macht man das natürlich nicht, ist klar. Ja, stimmt, der ist auch recht dunkel, ne? Hat auch eine schöne Maserung eigentlich. Lass mal kurz was gucken. Da haben wir doch gesagt, diesen und diesen. Also diese Platten nehmen wir auf jeden Fall. Das wird der Hauptbestandteil von dem ganzen Ding. Ja, es ist schon ein anderes Schwarz, ne? Das wirkt schon ein bisschen mystischer und das ist ein bisschen holziger hier. Aber dunkel ist es. So, und jetzt will ich mal kurz da oben drauf 2 Stück setzen. Ja, mir gefällt halt der Sternchen-Effekt, ne? Mir gefällt halt der Sternchen-Effekt. Aber gut zu wissen, dass man... Das können wir wahrscheinlich an anderer Stelle mit dem Stein machen. Weißt du, weil das sieht auch nicht schlecht aus. Es sieht tatsächlich auch nicht schlecht aus. So, die 2 Sachen hier wieder rein. Der Stein kommt auch wieder hier rein. Muss ich natürlich durchgucken. Ihr seht schon, hier fehlt jetzt Kohle. Das heißt, wir werden eine Folge... Hier fehlt überall Kohle. Da habe ich Eisen. Wieso habe ich da Eisen? Was habe ich da gemacht? So, da werden wir wahrscheinlich morgen hinten anfangen, die Monsterfalle auszuhebeln, dass wir da auf diesem Weg gleich ein bisschen Kohle ranschaffen, weil die Öfen sind jetzt tatsächlich alle leer, ne? Und zwar alle. Jo, dann hat Renko noch gemeint, ob man hier die Blumen setzen. Ich habe sie nochmal zurückgesetzt, einfach so, um es anzuschauen. Aber der Ursprungsgedanke war eigentlich, dass der komplette Bereich hier mit Mohn voll wird. Und die Birken sind eigentlich schon nachträglich reingekommen. Sollte eigentlich nur ein Mohnfeld werden, muss man es angucken, wie es nachher aussieht. Mir hat es auch persönlich gefallen mit den 2 Blumen, aber es passt halt nicht zu der Idee mit dem Mohnfeld, die ich hatte, ne? Müssen wir schauen. Aber wie gesagt, ich gehe natürlich drauf ein. Wenn da irgendwas dabei ist oder so, dass wir uns das anschauen, ganz klar. Aber so die Grundideen, die da so da sind, die möchte ich schon gern umsetzen, weißt du? So, damit wir uns hier nicht irgendwie, dass ich mal nicht wieder eine Liste anlegen muss mit irgendwas. Angucken tue ich es mir aber trotzdem, ist klar, ne? So, hier habe ich tatsächlich mit Erde das angefangen, aber da werden wir jetzt auf, das ist zum Beispiel ein geiler Tipp gewesen, der kam vom Renko. Hat gesagt, probier doch mal hier mit Kies, der fliegt von alleine runter und da hast du vollkommen recht, weil... Den muss ich jetzt bloß so hinsetzen, ne? Das ist viel geiler. Naja, da brauche ich nicht mehr rumtauchen. Dann geht es viel schneller. Auf sowas bin ich natürlich nicht gekommen, obwohl man das hätte eigentlich rausfinden können. Ach, wegen den blöden Blumen. Ich dachte gerade, da muss ja ein Riesenloch sein, dass der Kies nicht untergeht. Alles klar. Gut, das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Aber hey... Das ist schon mal einmal weniger getaucht, weißt du? Ich muss halt nur die Blumen rausnehmen. Passt das hier? Ist da eine Blume? Nee. Super. Geile Geschichte. Also so schnell war ich mit der Erde auf keinen Fall, ne? Ich wusste es nur nicht mit den Blumen. Das ist mir jetzt komplett neu gewesen. Guck mal, wie schön das hier funktioniert, weißt du? Das möchte ich jetzt zuhaben. Da ist wieder eine Blume, ne? Ich spür's direkt. So, komm, hol mal die ganzen Blumen hier weg. Einmal mit deinem ersten Tauchgang. Dass wir hier mal fertig werden. Das möchte ich jetzt zumachen. Aushebeln tue ich es dann nach der Folge. Dass wir uns so ein bisschen die Arbeitsteilung, weißt du? Ich habe halt nicht so viel Zeit zwischen den Folgen immer. Und ich will aber auch nicht die ganze Folge hier nur Kies fallen lassen. Beziehungsweise dann auch wieder raushebeln, weißt du? Ja, das ist eine geile Geschichte hier.
Das ist cool. So. Aber das muss man ja fertig machen. Ich will ja tatsächlich das Lager anfangen, damit wir die ersten Kisten reinsetzen, dass das Zeug verstaut ist. Gerade die Sachen, die man nicht gleich brauchen, weißt du, die stören mich jetzt drüben im Bauernhaus ein bisschen. Passt das? Habe ich echt gedacht, da ist ein Riesenloch in der Welt, ne, dass der Kies da so weit reinfließt. So, machen wir es uns gemütlich, warum nicht? Wir haben ja gute Musik, es stört nichts. Es ist keine Eile und keine Hektik da. Schön. Sehr schön. Und das Tolle ist, wenn ich den Kies nachher wieder abbaue, dann kriege ich auch diese Feuersteine, die wir für die Pfeile brauchen. Und wenn das mit der Monsterfalle drüben hinhaut, Leute, was natürlich affengeil wäre, wenn da Skelette spawnen würden, dann haben wir Pfeilproduktion. In Nessa müssen wir sowieso bald. Spätestens wenn das Lager hier Grundmauern stehen, dann will ich natürlich den Glowstone da rein basteln. Ne? Guck mal, das geht eigentlich recht schnell. So schnell war ich vorher nicht. Muss ich zugeben. Ich habe jetzt natürlich den Kies genommen, weil der da war. Sand besorgt habe ich jetzt nicht extra. Ich weiß auch nicht, was da gescheiter ist jetzt, aber für mich ist das beides schon eine geile Idee jetzt. Guck mal. So, jetzt muss ich trotzdem aber immer auf die Uhr nochmal ein bisschen gucken. So ganz minimal. Ich habe auch schon überlegt, ob man mal so zwei Folgen jetzt immer am Stück machen und ich die dann schneide, weißt du? Nicht nur wegen Zeitmangel. Wenn man halt am Stück produziert, kann ich es mir besser einteilen. Aber zwei Folgen, denke ich, geht, weißt du? Gerade wenn man so Sachen machen. Ich muss mal gucken. Ich wollte euch nur schon mal so ein bisschen vorinformieren, falls ich das mache, dass sich dann nachher keiner wundert. Weil momentan produziere ich ja immer, wie wir es brauchen. Da bin ich näher am Zeitgeschehen, denke ich. Aber muss man das? Das ist die Frage, weißt du? So, jetzt machen wir auf jeden Fall. Ja, alles machen wir nicht, würde ich sagen. Ich muss mal gucken. Jetzt bin ich natürlich gerade voll drin, weißt du? Ja, ist eigentlich so eine typische Werktagsfolge. Anders geht's ja nicht. Mit irgendwas muss man anfangen. La la la. Wir sollten morgen Kohle besorgen, dass einfach nebenbei, während ich jetzt sowas mache hier, die Kohle durchjagen kann. Sehr schön. Das sind keine Blumen gewesen. Guck mal, jetzt haben wir hier schon ordentlich ein Feld rausgeholt, ne? Das ist jetzt nicht mehr viel. Es dauert halt. Ist halt auch eine große Fläche schon wieder. Ich hätte ja auch ein kleineres Lager machen können. Nee, war schon nett. Da muss das Ding gleich mal 20 Felder wieder haben. Aber dafür ist es nachher schön. So, wir hatten das noch, jetzt weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, mit dem unterirdischen Gang. Mit dem unterirdischen Gang, das wird hier auf jeden Fall, ne? Der unterirdische Gang kommt hier rüber, auf jeden Fall, was die Geschichte hier angeht. Und dann noch ein Gang zu einer Insel. Ich weiß jetzt auch nicht, wir haben ja nicht viele Inseln. Da ist wieder eine Blume, ne? Wir haben gar nicht so viele Inseln, auf die wir von hier aus müssen. Das Einzigste ist die Wald- bzw. ja genau die Haininsel drüben. Und da wollte ich eigentlich eine Brücke rüberziehen. Also müssen wir gucken. Hier kommt aber auf jeden Fall ein unterirdischer Gang hin. Gottle, ich bin ein bisschen erkältet. Einmal im Zug gelegen hier. Der Kerl, weißt du. So, jetzt wird es dunkel. Wenn wir geschlafen haben, suchen wir uns einen anderen Job. Erstmal. Ich mache das dann auf morgen soweit fertig. Und dann müssen wir hier schon die Grundmauern anbringen. Ich weiß noch nicht genau, wir müssen sie wahrscheinlich bis zum Grund tatsächlich legen, weil es von innen ja auch gut aussehen soll, ne? Nicht nur von außen. Passt das jetzt hier? Ja, aber jetzt wisst ihr zumindest, was wir hier geplant haben. Das sieht man ja jetzt. Ist da wieder eine Blume? Nee. So, jetzt wird es dunkel. Jetzt sieht man noch nicht mal mehr. Aber es ist schön, gell, wenn es hier dunkel wird. So, wir gehen rüber. Hier werden wir dann auf jeden Fall einen Eingang, eine Pforte hinmachen und dann unterirdisch vom Bauernhaus, vom Keller aus, werden wir hier rüberlaufen. Ne? Wir können natürlich auch noch trotz Brücke einen unterirdischen Gang anlegen darüber, wenn wir hier schon so ein Gangsystem aufbauen. Eigentlich wurscht, ne? So, was ich jetzt noch machen möchte, es kommt jetzt drauf an, jetzt machen wir mal hell, dann essen wir was. Kohle, Kohle. Wir bräuchten eigentlich Kohle, aber das machen wir morgen. Ich mag nicht heute in die Höhle runter. So, erstmal ausschlafen. Routinearbeiten am Bahn. Da vorne, das mit der Erde, müssen wir halt auch noch fertig machen. Das mache ich auch noch zwischen den Folgen. Dann holen wir den Brösel rüber morgen. Dann gehen wir mal in die Höhle hinten rein. Alles klar, jetzt pass auf. Jetzt holen wir uns hier mal geschwind die Seeds ran. Möchtest du die Seeds? Nicht dieses Menü. Nicht dieses Menü, Watch. Guck mal, hier haben wir auch sogar schon Schnüre. Und irgendwo liegen noch welche für den Zaun, falls wir oben einen Zaun machen wollen. Ich bin schon wieder runtergerutscht. Muss mich mal ordentlich hinsetzen. So, weg damit. Weg damit. Ah, sehr schön. Das sind jetzt ein paar getroubled. Trouble die Mobble. Yay. So, du auch noch weg. Kam noch einer? Nee. Alles klar. Dann mit dem Holz bauen wir praktisch im Turm dann das Zeug. Dann hat es da auch noch mal was eine farbliche Nuance drin. Ich glaube, das sieht gut aus. Schwarz und dieses Lila. Aber wie gesagt, das sehen wir ja dann. Wenn nicht, bauen wir es um. Jetzt pass auf, pass auf. Oh, ich habe den fast den ganzen Kies schon reingeholzt. Hammer. Du kommst hier hin.
Dann gehen wir nochmal hoch, machen die zwei großen Bäume geschwind noch weg, setzen weiter unten nochmal welche hin, dass das so ein bisschen sich mal einrahmt langsam. Du weg. Ja, sieht schon gut aus jetzt mittlerweile, ne? Ein bisschen wenig Magiebäume sind es bis jetzt, aber die kommen ja erst noch. Haben wir auch erst angefangen, ne? So, du noch hin, du noch hin, du noch hin. Dann hau ich dich noch weg. Hat keinen Zweck. Tschüss, mein kleiner Magiebaumstamm. Hoppla. So, wie viel haben wir jetzt gewonnen? 3 Seeds haben wir gewonnen. Haben wir noch welche hier gehabt? So, pass auf. Hier. 10 Stück können wir oben anbringen. Sehr schön, dann lohnt es sich mal rüber zu gehen. Hunger? Genau, Voucher. Immer auf M drücken. Ich glaube, das ist einfach unbelegt. Wird das Einfachste sein, denke ich mal. So. Was haben wir? Jetzt muss ich mal werktagsmäßig überlegen. Naja, wir zischeln ja schon aufs Wochenende zu. Bis dahin haben wir einiges erreicht. Da wird auf jeden Fall das Feld zu sein. Und das Grundgerüst des Lagers wird stehen. Jetzt pass auf. Jetzt hoffe ich, dass ich das noch so einigermaßen im Blick habe, wenn ich gleich da vorne bin. Die zwei hohen müssen weg. Und dann müssen wir unten rum den Kranz ein bisschen zubereiten. Ne? Kommen wir hier hoch oder muss ich außen rum? Das schaffen wir. Das schaffen wir. Lass ihn raus, den Tiger. Nee, das schaffen wir nicht. Scheiße. Ach, geh mal außen rum, bevor ich jetzt noch mehr Erde einsammle. Hier hat es auch einen Haufen Tulpen. Muss ich mal gucken, ob ich die mit vornehme. Wir haben ja ein Tulpenfeld schon vorne, weißt du? Da, da, da. Es ist so wunderschön in unserem kleinen Gebietle. Hallo? Wie bin ich denn da immer hochgekommen? Hier? Hüpfti, müpfti, hüpfti. Da vorne, wieso ist denn der da gewachsen? Den habe ich gar nicht bewusst gesetzt, glaube ich, ne? Ja, nee, der muss weg. Der ist zu hoch. Der nimmt dem Yps dann, das muss weg. Der Yps soll frei stehen, ne? Den soll man ja von weitem, soll man nur den sehen. Und unten drunter dann die Magiebäume. Jetzt pass auf, jetzt muss ich es hier nochmal umbelegen. Alter Schwede, kriege ich jetzt Sommergrippe oder sowas? Das wäre ja total übel. Das wäre jetzt total übel. Guck mal, der ist auch wieder nachgespawnt hier, der Stamm. Den habe ich doch weggehauen das letzte Mal, oder? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Ich erinnere mich auch nicht immer an alles, ne? So, Freundle, du bist weg. Wie kann ich da jetzt hin? So. Alles klar. Das Thema ist erledigt und der da drüben muss auch noch weg. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Den habe ich mit Sicherheit nicht bewusst gesetzt. Zumindest weiß ich es nicht mehr. Der ist viel zu hoch, ne? Den sieht man von unten gleich. Das soll man nicht. Das soll man nicht. So, jetzt nochmal die Blätter hier weg. Kamen da noch Seeds? Ja. Vielleicht habe ich auch ein Seed liegen lassen, das kann natürlich sein. Ne, guck mal, die habe ich schon bewusst gesetzt hier. Die sind auch viel zu hoch. Es muss auf dieser Ebene passieren, wenn es passiert. Der ist auch zu hoch. Der hier könnte. Machen wir mal ein bisschen Platz. Vielleicht ist der auch zu schattig gesetzt hier, der Kollege. So. Jetzt pass mal auf, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ne, ne, das passt schon. Ich wollte ja hier noch einen kleinen Gang freilassen zur Zunge. Daran erinnere ich mich jetzt zumindest mal noch. So. Das bedeutet, wenn hier die Zunge ist, muss hier noch ein Baum hin. Hier. Dann hätte ich gerne hier noch einen. Damit das hier schon mal zu ist. Und dann eigentlich auf der Ebene auch. Da können wir wieder ein bisschen wegschaben. Wie viel weg? Ist die Frage. Da vorne würde ich einen hinsetzen. Hier. Dann hier vielleicht mal noch einen probieren. Das kann auch weg. Wo ist die? Da ist der Eingang zur Zunge. Da darf ich jetzt nichts mehr machen. Dann hier noch einen. Dann würde das zuwuchern. Dann wäre das zugewuchert. Jetzt kommt es drauf an. Ja, ich sehe es schon. Da hinten muss ich eigentlich hin. Pass mal auf. Da porte ich mich jetzt mit der Erde hoch. Tut mir leid, Digga. Dein Schmerz, auch mein Schmerz. Au. Hier. Hier müssen wir uns was einfallen lassen. Hier müssen wir entweder aufhäufen mit Erde. Aber ich würde vorher erstmal prüfen, wie es aussieht, bevor ich mir jetzt hier tatsächlich die Mühe mache und alles mit Erde zumache. Pass mal auf. Weg. Genau. Ja, noch ein bisschen höher müssen wir. Jetzt pass auf. Dann machen wir den Zaubertricky. Guck mal, da drüben ist Kohle. Den nehmen wir gleich mit. Dann kann die nächste Ding durchlaufen. Also auffüllen würde ich es dann tatsächlich, wenn es sich lohnt. Das müssen wir jetzt halt mal sehen. Habe ich jetzt einen Baum geschrottet? Nee. Hey, komm, mach mal schön die Kohle hier weg. Weil die Steinproduktion drüben steht ja momentan, weißt du? Weil keine Kohle mehr da ist. Die holen wir aber morgen ran. Dann lohnt es sich endlich mal Kohle abzubauen. Die ganze Zeit habe ich die Kohle mal liegen lassen, weil ich gedacht habe, wer braucht so viel Kohle? Jetzt weiß ich's. Wir. So. Ist da gerade ein Baum gewachsen, weil plötzlich Blätter runterhageln? Sah so aus, ne? Ist so. Pass mal auf, mach mal hier das zu. Hier. Ich mache jetzt hier praktisch so eine Verbindungsbrücke. Damit wir hier Bäume draufsetzen, wenn es gut aussieht, fülle ich es mit Erde auf.
Hopf mal darüber, genau. Hier auch noch eine Verbindungsbrücke. Ist jetzt die Frage, ist es zu tief, ist es zu hoch? Ihr wisst, was ich mache, ne? Horizontgestaltung noch. Hier machen wir auch mal noch zu. Hier würde ich fast auch noch mal zumachen. Ich hoffe, dass die dann hier trotzdem wachsen. So, pass auf, lass mich mal darüber. Kurz geguckt. Ja, da hinten müssen wir eigentlich viel mehr noch machen. Hier. Hier ist gut. Dann mache ich hier noch was hin. Es darf halt auch nicht zu hoch sein. Sonst haben wir nämlich gerade die Kappe wieder auf. Ist die Frage, ist es schon zu hoch? Nee, ist es nicht. Klar, über uns sind ja die Magiebäume. So, ein bisschen konzentrieren muss ich mich da immer noch, habe ich gemerkt, ne, wenn ich hier diese Geh über die Planke-Funktion benutze. So, hier füllen wir auch nochmal auf und dann setzen wir jetzt hier einen wunderschönen Kranz Bäume hin. Hier würde ich auch noch ein bisschen. So, so. So ist okay. Jetzt pass auf. Dann würde ich fast sagen, wir machen hier einen hin. Hier. 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 Und da hinten. Ja, komm, das kann ruhig übereinander lappen. Irgendeiner von denen wird schon wachsen, denke ich mal. Sollen wir da noch einsetzen? Wenn die jetzt wirklich hochwachsen, hier würde ich noch einen hinsetzen, wenn das geht. So, das kann weg. Dann haben wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Platz zum Wachsen hier oben, ne Jungs? Da können wir noch auffüllen. Nee, da wollte ich nicht auffüllen. Und den können wir eins raussetzen. Der sitzt ja fast dem anderen im Genick. Okay, jetzt sind wir mal gespannt, was von diesen Bäumen hier wächst. Oh, jetzt, wie komme ich hier runter, ohne zu sterben? La 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 la. Yo. Oh Gott, die Zeit ist schon wieder rum. Das ist immer, wenn man gut beschäftigt ist und nach Spaß hat an das. Da ist schon einer gewachsen, ne? Dann wird es hier zu sein. Hier etwa bis hier. Da kann sein, dass wir da noch ein bisschen auffüllen müssen. Rest schauen wir uns dann von unten an, wenn alle rausgewachsen sind, die wir jetzt gesetzt haben. Geh spazieren. Was ist los? So. Ja, demnächst muss ich auch mal irgendwie ein neues Spiel mal probieren. Meine Liste an Ideen für neue Spiele wächst natürlich. Ne? Da steht einiges drauf, aber ich krieg nichts abgeschafft. Und ich bräuchte halt was, wo ich einfach ein bisschen vorproduzieren kann, ein paar Folgen, so Let's-Test-mäßig einfach mal wo reingeschaut. Kann also sein, dass da was Neues mal kommt. So ein paar Folgen, 5, 6, vielleicht auch 10. Damit da erstens mal was von der Liste runterkommt und ich einfach mal ein bisschen Abwechslung habe wieder. Mir fehlt so das komplett Neue, irgendwo rein einsteigen, staunen, weißt du, was ich meine? Außerdem bringt es Abwechslung auf den Kanal. Oh, das sieht gut aus. Lass uns mal hochgehen, bevor es dunkel ist. Wir machen jetzt dann an der Stelle Schluss. Vouchi wird noch kurz rüberlaufen, ein bisschen das Loch weiter zumachen. Ich muss aber erst wieder ein bisschen was raushebeln. Mir ist der Kies ausgegangen, ne? So, kommt die zwei Blicke, gönnen wir uns jetzt noch den Blick darüber. Wie viel Erde wird es noch sein? Da haben wir tatsächlich bald was geschafft. Ich hoffe, dass ich morgen wieder fit bin, Alter, ne? Guck mal. Es geht langsam zu, ne? Ja, das ist super. Ich sage ja, bis zum Wochenende sieht das ganze Ding hier nochmal anders aus. Und die Landschaftsgestaltung nimmt auch Form an, in Form von rausgewachsenen Magiebäumen. Hallo? Ja, so ein bisschen dichter ist es schon geworden. Das müssen wir aber bei Tageslicht angucken, beziehungsweise bei Sonnenaufgang. Bei Sonnenuntergang sieht man das noch nicht so wirklich. Also hier fehlt noch, hier ist die Zunge, glaube ich, ne? Hier ist die Landzunge. Dann könnte man hier noch ein bisschen zumachen. Hier drüben muss noch ganz viel hin. Das sind aber auch noch nicht alle rausgewachsen. Und dann der grüne Kranz. Und dann haben wir es auch schon fast. Perfektli, perfektli. Ah ja, alles klar. Die Folge hat eine super Länge, finde ich. Dann gehe ich jetzt rüber. Mache hier noch ein bisschen weiter, dass wir tatsächlich hier mit dem Turm anfangen können, die Tage. Da freue ich mich drauf. Ja, ich kann auch im Dunkeln arbeiten, oder, Alterle? Kneift die Augen zusammen, Digga, weiter geht's. Wir sehen uns morgen wieder zur ganz normalen, gewohnten Zeit, ne, wie immer. Beziehungsweise ihr schaltet euch halt ein, wenn ihr Bock drauf habt. Ab 6:30 Uhr ist es wieder online. Bis dann.